Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Wir haben wie immer das kleine Problem mit dem blöden Aufnahmeprogramm. Das ist mega mies. Wie man hier sehen kann, ne? Ihr seht hier, hier ist das ganze Zeug und es ist hier schon wieder. Der ist halt schwarz geworden, keine Ahnung. Gerade war es noch anders. Ich weiß echt nicht mehr, was ich da noch machen soll. Also, ich müsste mir echt ein anderes Programm kaufen, aber im Moment habe ich da echt wenig Böcke, so viel Geld wieder rein zu investieren. Aber gut, wir versuchen jetzt erstmal damit zu leben. So, wo ist unsere grundlegende Problematik? Ich glaube, die Batterien sind leer. Das ist ja mies. Und hier oben ist immer noch so polluted oxygen, was ziemlich schlecht ist. Denn ich habe mir jetzt hier so als Plan für heute vorgenommen, dass wir das hier mal durchbauen. Und dann werden wir hier oben noch dicht machen und dann bauen wir nämlich hier unsere Krankenstation ran. Soweit zumindest aktuell mein Plan. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. So, wir starten mal. Sollte vielleicht mal einen kurzen Moment langsamer schalten. Also hier ist auf alle Fälle jede Menge Dreck. Das heißt, wir müssen hier mal ganz kurz pausieren. Ich würde hier ganz gerne auch so ein Air Deodorizer hinbauen. Vielleicht sogar gleich zwei Stück. Damit wir das hier auch sauber kriegen. Nö. So sieht das aus. Also hier unten haben wir es ja relativ gut geschafft. Ich glaube, das Ding können wir dann ja auch bald wieder wegbauen. Aber das springt ja eigentlich nur an, ne, wenn wirklich Dreck da ist, oder? Also sollte das hier passen. Na doch, es springt auch so an. Können wir das nicht deaktivieren? Und was wirft das denn dann eigentlich aus? Nichts. Ja gut, auf alle Fälle gab es da noch einen Hinweis von einem Abonnenten, dass man hier mit diesem Massage-Ding irgendwas machen kann. Und zwar könnte man hier die Priorität hochstellen. Oh, ich habe es jetzt schon auf 9. Und kann man dann hier einstellen, dass es irgendwie für alle gilt? So wahrscheinlich. Und dann kann jetzt hoffentlich jeder drauf, der da hin möchte. Ich hoffe es jetzt einfach mal. So, die Nacht überspringen wir. Und dann wäre es natürlich super, wenn die Leute hier mal wieder ein bisschen ackern würden. Und wir könnten uns einen neuen Duplikanten holen. Wir schauen mal schnell nach. Was haben wir denn hier für jemand? Aha. Kann ich kochen und schläft jederzeit ein. Allerdings, aber er hat relativ viele gute Fähigkeiten. Ja, wir blinden den jetzt einfach mal. Gut, dann ist das jetzt hoffentlich nicht unser Untergang. Wie sieht es denn aus im Allgemeinen mit den Algen? Wir haben doch ein bisschen was, die brauchen wir ja dann hier immer. Da haben wir noch immer dreckiges Wasser. Wieso zum Geier haben wir dann noch immer dreckiges Wasser? Das werden wir jetzt mal wegmachen. Dann hoffen wir nämlich, dass hier oben nicht mehr so viel verschmutzt wird. Und das machen wir auch noch weg. Das dreckige Wasser kann ja hierhin entsorgt werden. Und ich denke, dann läuft das jetzt hier langsam. Die könnten wir eigentlich auch noch so ein bisschen hinbauen. Aber gut, wir lassen jetzt erstmal hier so nach und nach das hier erledigen. Ne? Das reicht aber irgendwie nicht, ne? Doch, das wird mir einfach nur noch angezeigt, okay. Jetzt bin ich gespannt, wo die das hinbringen. Ich glaube, die laufen jetzt hier runter und... Nee. Doch, eine läuft hier runter. Die saugt hier Wasser an. Aha. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie das blutige Zeug hier irgendwie reintun, aber tun sie nicht. Hier geht es jetzt auch noch nicht so richtig voran. Wir sollten auch mal nachsehen. Wir können doch bestimmt wieder irgendwas erforschen. Ach, die Medbay, genau. Nee, was haben wir hier? Temperature Modulation. Da hieß es nämlich immer, ey, das brauchst du.
So, dann machen wir das jetzt mal. Das Ding können wir jetzt erstmal deaktivieren, oder? Oder lassen wir die weiter forschen? Na gut, wir lassen die weiter forschen. Dann ziehen wir uns nochmal fix die Jobs an. Denn wir wollen natürlich nicht jeden hier rumforschen lassen. So, dann Energiegewinnung. Passt, ne? Mima war Athletics. Ja, okay. Super. Das sollte eigentlich passen. Und hier unser Electrolyzer funktioniert ja doch. Was sagt der Sauerstoff? Der Sauerstoff sagt eigentlich, dass nur hier unten guter Sauerstoff ist, wo er mir eigentlich gar nichts bringt. Ja, super. Und wollen wir das Ding nicht mal aufmachen kurzzeitig? Und kann sich da auch mal wieder Sauerstoff austauschen. Können wir hier was ernten? Noch nicht. Da auch noch nicht. Aber hier geht wieder was. Dann ernten wir das mal weg. Hier können wir auch nochmal ernten. Hier ebenfalls. Wie sieht's da aus? Ich glaube, das ist jetzt auch die letzte Ernte. Und dann müssen wir das abrouten. So. Ja, oder wir müssen mal ganz kurz nachsehen, dass wir vielleicht hier irgendwie den Boden doch noch ändern. Aber das wollte ich irgendwie nicht. Es gibt ja hier dieses Mesh-Teil. Achso, das kommt erst noch. Wo dann der Sauerstoff durchfließt. Aber irgendwie gefällt mir das dann nicht. Ich finde dieses Abgeschottete ziemlich gut. Denn wenn irgendwo Dreck und was weiß ich was ist, dann ja, ist das irgendwie super meist. Hm. Können wir denn irgendwas anderes machen? Oh, wir könnten Duschen bauen. Da muss ich auch nochmal gucken. Was ist eigentlich die Cooking Station? Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ja, können wir dann später ja nochmal testen. Im Moment machen wir, glaube ich, erstmal lieber hier das hier fertig. Oh, guck mal, da oben. Oh, da müssen wir noch hin. Da graben wir uns hier einen Weg hin. Moment. Das hier canceln wir, weil wir das nicht brauchen, oder? Kohle, Obsidian brauchen wir jetzt aktuell nicht wirklich. Dirt könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Sand fällt ja dann sowieso wieder runter. Ja, das passt schon. Ach, und hier hinten, das könnten wir auch nochmal wegmachen. Den Kupfer brauchen wir immer. Da ist auch nochmal Kupfer. Und damit die dann dort auch wieder hochkommen. So. Das sollte doch passen. Da hinten wollte ich ja dann die Medbay ranbauen. So, wir werden erstmal hier so ein bisschen rumbauen. Dann weiter war das nämlich noch etwas. Und gucken mal. ...56, das muss man uns merken. Ape hat 56, ich weiß nicht, ob der sich jetzt selbst dann da ab und an hinhaut. Eventuell tut er das. Was ist denn hier los? So, wir könnten einen neuen Duplikanten holen. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt was bringt. Hm. Ich glaube nicht, dass wir jetzt unbedingt noch einen Forscher bräuchten. Ja, cool. Ich will jetzt einfach mal den nochmal holen.
Jetzt muss man hier aber nachsehen, wie damit. Oh, halt, Jobs ist ja ganz andere Taste. Jobs. Pausieren wir mal schnell. Ich möchte nämlich nicht, dass der hier jetzt irgendwie rumhängt. Der soll hier beim Helfen, beim Bauen helfen. Und dann gucken wir mal, ob wir das Deichsel bekommen. Also Research. Research soll der nicht machen. Da haben wir exakt eine Level 1 Scientist, Level 11 Scientist. Ich glaube, besser wird es wohl nur noch schwer gehen. Power. Da haben wir einen Runner. Hier Level 7, wenn es nicht klappt. Das lassen wir mal gut sein. Den brauchen wir dafür auch nicht. Und den dafür auch nicht. Ansonsten können die hier alles machen. Jo, passt. Das kriegen die ganz gut hin. Dann lassen wir die da oben mal dicht machen. Und ich glaube, wir müssen hier nochmal ganz kurz eine Leiter hinbauen. Damit die das dann oben auch noch bauen können. Können wir ja dann gleich wieder abbauen und dann passt das. Läuft doch. Als nächstes machen wir das hier weg. Ich meine, ich möchte das Eis jetzt nicht schmelzen. Das ist ein riesiger Vorrat dann für Wasser, wenn ich das richtig verstanden habe. Sind das Weaswood? Gibt es also noch irgendwas, was ich da drin... Ah ja, okay, gut, gut. Kriegen wir auch noch hin. So, was wollten wir jetzt hier hinten hinbauen? Das wollte ich ja auch noch ausbauen, das weiß ich noch. Ziehen wir hier auch noch einen Boden ein. Ziehen wir da oben auch noch was ein. Und ich glaube, dann gehen wir hier auch noch so tief rein. So. Dann werden wir die Batterien irgendwie nach hier hinten verlegen oder so. Dann haben wir hier mehr Platz für noch irgendwas anderes. Mit dem Sauerstoff muss echt ein großes Problem hier sein. Ja, wieso denn? Was braucht er denn? Er braucht Wasser und entfernt dafür Carbon Dioxide. Dooferweise produziert er massenhaft Polluted Water. Dann müssen wir mal noch gucken, ob wir das wieder aufbauen bereiten können. Was ist das jetzt? Das haben wir ja schon. Das verbraucht auch Wasser. Produziert dann daraus Sauerstoff und Wasserstoff und Hitze. Ich weiß nicht, so ein Air Scrubber wäre wahrscheinlich irgendwo hier oben ziemlich gut. Vielleicht würde das dann besser zirkulieren. Bin ich noch unentschlossen, okay. Diese Planterboxen mussten wir, glaube ich, jetzt abrouten, genau. Gab es sonst noch irgendwo eins mit... Oh. Ja, der Rest passt. Den wird es jetzt zu heiß, ne? Shit. So ein Mist. Gut. Lass mal das mal weiterlaufen. Nicht close. Wir wollen das wieder auf Auto stellen. Ah, jetzt werden sie wieder. Okay. Ich
Ich meine, immerhin können sie über Nacht wieder quasi ein bisschen Sauerstoff tanken. Aber das sieht echt nicht gut aus. Wir müssen das hier oben hinbauen. Wir werden die Dinger dann wegbauen. Dann bauen wir hier einfach nochmal einen hin. Ich hoffe halt, dass das passt. So, use pipe in water. Jetzt müssen wir natürlich hier noch irgendwelche Pipes verlegen. Wo war denn das blöde Ding nochmal? Plumbing? Eine Liquid Pipe, okay. Hier kriegen wir Wasser rein, das ist schon mal super. Wir verlegen dann hier einfach nochmal ein Kabel noch weiter hoch. Sehr gut. Und dann sollte das erstmal reichen, hoffe ich. Der Batterieraum nimmt Gestalt an. Und was sagt der? Toasty Surroundings, shit. Ja, da kann ich im Moment auch wenig machen. Was sagt die Forschung? Die Forschung sagt, dass das jetzt hier fertig ist. Das heißt, wir können das Ding hier jetzt mal kurzzeitig wieder deaktivieren. Und aktivieren das. Ja, das haben wir ja schon ausgewählt. So. Aus ist ausgewählt. Hallo, hallo, ich habe gesagt hier hin. Genau, okay, der macht das schon unendlich. Dann passt das. So, als nächstes müssen wir jetzt hier noch Strom hinlegen. Nein, warte mal, das ist Quatsch. So. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie gegen unsere Sauerstoffproblematik hilft. Also irgendwas tut sich. Warten wir mal ab, wie es am Ende wird. Gut, jetzt haben wir hier gleich den Batterienraum fertig. Dann verlagern wir nämlich das ganze Zeug dahin. Halt, das war schon richtig, das war schon offen. Ich übertreib's hier gleich mal und verleg hier gleich mal richtig fett die Hauptleitung. Jetzt hat er das natürlich hier unten nicht gemacht. Ich hoffe, der kommt hier nochmal ran. Ist der gerade gestorben? Was macht er denn da unten? Dieser Vollhorst. Der hätte hier das Ding bauen sollen, lag hier unten und kam nicht mehr raus. Ach, das sind doch echt Idioten manchmal. Unglaublich.
Stinky ist gestorben. Was ist das auch für ein Trottel, ey? Jetzt mal ganz ehrlich, der hat es doch drauf angelegt. Da habe ich jetzt echt kein Mitleid mit ihm. Und ich glaube, wir sollten das hier erstmal immer canceln. Denn sonst machen die so die gleiche Scheiße wie hier unten, dass sie das nicht mehr fertig bringen. Oh, die bringen das noch fertig? Okay. Dann können wir das doch so machen. So, was sagt mittlerweile der Sauerstoff? Ja, es wird langsam besser. Ist ja nicht mehr komplett am Verrecken, das ist super. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann gucken wir mal, was bis dorthin passiert und was passiert mit unserer Leiche. Das ist die nächste Frage. Wir lassen ihn einfach mal so liegen. Der verschimmelt schon oder so. Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.